Ja, herzlich willkommen hier aus dem Herzkatheterlabor des Herzzentrums. Wir wollen Ihnen heute zeigen den Verschluss eines ventiloffenen Vorrahmen Ovale mittels eines Schirmchen-Okkluders bei einem Patienten mit einem emboliformen Schlaganfall. Der Patient, um den es geht, ist 54 Jahre alt und hat eine transhistorische ischämische Attacke gehabt und in der Aufarbeitung der neurologischen Bildgebung dann in der Kernspintomographie den Hinweis auf multiple emboliforme Ischämien zerebral. In der weiteren Diagnostik fand sich weder der Hinweis auf paroxysmales oder persistierendes Vorhofflimmern noch auf eine Arteriopathie im engeren Sinne. Was sich aber fand in der transesophagealen Echokardiographie, war der Nachweis eines ventiloffenen Foramen ovale und auch Vorhofseptum Aneurysmas, sodass wir davon ausgehen, dass das das Korrelat, die Ursache seiner wiederholten zerebralen Ischämien ist. Und wir würden Ihnen gerne zeigen, wie wir dieses jetzt verschließen mit einem entsprechenden Schirmchen. Und ganz normal weiteratmen. Es drückt ein letztes Mal. Bisschen unangenehm. So, der Katheter liegt jetzt in der linken oberen Pulmonalvene und wir haben jetzt Zeit, das restliche System vorzubereiten. So, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Doppelscheiben-Okkluder, der aus einer linksatrialen Scheibe hier und der rechtsatrialen Scheibe auf der anderen Seite besteht. Das ist ein Okkluder der Firma Occlutech, den wir jetzt hier einsetzen werden. Dafür brauchen wir so ein System, um den Okkluder nachher in die Schleuse laden zu können. Und an der Spitze hat dieser Katheter dann so eine Zange, mit der man den Okkluder greifen kann. Und Sie sehen, dass er schön fixiert, aber trotzdem mobil hier in dieser Klemme sitzt. Und jetzt laden wir ihn in diese Schleuse herein. Als nächstes tauschen wir jetzt den Multipurpose-Katheter aus gegen die Implantationsschleuse. Dafür brauchen wir zur Stabilisierung einen festen Draht, diesen sogenannten Anplatzer Superstiff Draht, den wir platzieren werden in die Lungenvene. Zur Verhinderung von Luftembolien werden wir jetzt das Einführen der Schleuse und nachher auch das Einführen des Okkluders im Wasserbad durchführen. Und jetzt wird unter Spülung der eigentliche Okkluder in die Schleuse eingeführt. Und dann vorgeführt in den linken Vorhof. Und Sie sehen, wie sich jetzt die linksatriale Scheibe im linken Vorhof aufrichtet. Und wir ziehen jetzt die Scheibe an das Vorhofseptum heran. Und entwickeln den rechtsatrialen Teil. Was man jetzt schön sieht, in diesem subxiphoidalen Bild ist sowohl die linksatriale Scheibe als auch die rechtsatriale Scheibe. Wir ziehen am Okkluder, man kann schön sehen, wie sich das aufrichtet, und wir drücken auf den Okkluder und wir sehen, dass sich letztendlich an der Position des Okkluders nichts verändert. So, der Okkluder ist jetzt frei und wir werden einmal abschließend noch in der Echokardiographie schauen.
Und was man sehr schön sieht in dem abschließenden Bild ist, wie homogen sich die beiden Scheiben an das Septum angelegt haben. Ja, damit dürfen wir uns bedanken für Ihr Zusehen und uns hier aus dem Katheterlabor verabschieden.